Hallo und herzlich willkommen zur Rundschau Nacht. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Bundesregierung im Kampf um die Flüchtlingspolitik. Nach dem unerbitterlichen Streit zwischen CDU und CSU, der auch leicht zum Ende der Regierung hätte führen können, nun also die Abstimmung mit dem dritten Koalitionspartner. Ja, wir erinnern uns, die SPD, die gibt es ja auch noch in der Runde. Doch statt weiteren Auseinandersetzungen bis tief in die Nacht war man sich überraschend schnell einig. Die SPD war noch etwas skeptisch vor dem Treffen, aber als sie kaum eine Stunde später herauskamen, war offenbar alles in bester Ordnung. Es wird keine nationalen Alleingänge geben, es wird keine einseitigen Zurückweisungen an der Grenze geben. Es wird stattdessen ein beschleunigtes Grenzverfahren etabliert. Dafür sind keine Gesetzesänderungen nötig. Was konkret hat die Große Koalition noch verabredet? Beispiel deutsch-österreichische Grenze. Von hier aus sollen Personen direkt zurückgewiesen werden, wenn sie bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. Und es wird dabei keine Gefängnisse oder Ähnliches geben, das war der SPD besonders wichtig. Die Flüchtlinge, um die es geht, sollen nach Möglichkeit sofort vom Münchner Flughafen ausgeflogen werden, das alles innerhalb von 48 Stunden. Und wenn in Deutschland ein Asylsuchender von der Polizei angetroffen wird, der bereits in einem anderen EU-Land registriert ist, dann soll es ein besonders beschleunigtes Verfahren geben, und zwar in Ankereinrichtungen. Und es soll bundesweit Schleierfahndungen geben, um diejenigen ausfindig zu machen, die hier gar nicht sein dürfen. Wie sieht es die CSU? Was sagt der Bundesinnenminister zur Einigung mit der SPD? Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht. Wenn jemand eine Einreisesperre hat, dann kann es nicht so sein wie in der Vergangenheit bis vor 14 Tagen, dass er trotzdem in die Bundesrepublik Deutschland einreist, weil dann gibt sich ein Rechtsstaat auf. Der Asylstreit ist beigelegt. CDU, CSU und SPD sind sich einig. Und Horst Seehofer kann sich jetzt auch wieder anderen Themen zuwenden. Ja, in Berlin, da beobachtet für uns die Lage Helge Röfer. Helge, wir alle haben uns auf eine lange Nacht eingestellt. Wieso ging das mit der SPD jetzt so schnell? Hatten die alle keinen Bock mehr? Das eine ist zunächst erstmal ein ganz pragmatischer Grund. Morgen beginnt hier die parlamentarische Sommerpause und einen Streit im Gepäck wollte niemand. Erst recht keine drohende Regierungskrise. Außerdem war dieser Kompromiss, der heute Abend zustande gekommen ist, lange vorbereitet. Zum einen durch einen bisweilen etwas unappetitlichen Streit zwischen den beiden Unionsschwestern und zum anderen durch das Fünf-Punkte-Papier der SPD, das sie heute noch mal ein bisschen modifiziert hatten. Also insofern ist dann ein Kompromiss rausgekommen, bei dem jeder was geben musste, bei dem jeder was bekommen hatte. Und am Ende sagen alle, sie seien sehr zufrieden. Ja, jetzt, wo sich die Gemüter ja wieder so allmählich beruhigt haben, schauen wir doch noch mal auf diesen Asylkompromiss. Keine Transitzentren, keine einseitigen Abweisungen an den Grenzen. Was ist da eigentlich jetzt von den CSU-Forderungen am Ende übrig geblieben? Von dem großen Kern eben diesen Transitzentren nicht viel. Die sind sehr eingedampft und abgespeckt, sowohl in der Größe als auch in den Aufgaben. Die schnellen Rückführungen von in der EU registrierten Flüchtlingen wird sich als schwieriger herausstellen, als es vielleicht gedacht ist. Dazu braucht es diese bilateralen Abkommen, von denen viele EU-Staaten ja schon gesagt haben, die wollen sie eigentlich gar nicht. Und die Rückweisung von Flüchtlingen, die an der Grenze aufgefangen werden, die bereits ein Asylverfahren laufen haben in einem anderen EU-Land. Das soll schneller funktionieren. Da hatte die SPD sich wiederum, wie wir im Beitrag schon gehört haben, sehr dafür eingesetzt, dass die nicht unter Haftbedingungen festgehalten werden. Es ist nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Es müssen dann vor allem jetzt die bilateralen Abkommen kommen. Und da hat der Innenminister wahrscheinlich eine lange, lange Reiseliste vor sich in europäische Hauptstädte, wobei er den Ball heute schon an die Kanzlerin zurückgespielt hat. Die Migration sei ein solch komplexes Themenfeld, sagt er, dessen müssten sich die Regierungschefs selbst annehmen. Also der Koalitionsstreit ist beigelegt, sie haben sich geeinigt, das reicht aber nicht, es bleibt hier spannend. Informationen von Helge Röfer, herzlichen Dank in die Hauptstadt. Wieder sind Menschen in Südengland durch das Nervengift Novichok schwer krank geworden. Das Nervengift wurde auch beim Anschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Skripal und dessen Tochter eingesetzt. Bei dem neuen Vergiftungsfall sehen die Ermittler allerdings keine Anzeichen für eine gezielte Attacke. Die Behörden in der Grafschaft Wiltshire versuchen, die Bevölkerung zu beruhigen. Für Panik gebe es keinen Grund, doch die Sorge bleibt. Es ist einfach zu nah an deinem Zuhause, aber wir wissen noch nicht mehr im Moment.
Wenn so etwas nur wenige Yards von deinem Haus entfernt passiert, ist einem schon mulmig zumute, aber ich weiß auch nicht mehr als sie. Die Polizei hat 5 Areale abgeriegelt. An allen Orten soll sich das Pärchen aufgehalten haben, bevor die ersten Symptome auftraten. Beide Patienten schweben weiter in Lebensgefahr. Dieses Nervengift ist eine kleine Nadel in einem riesen Heuhaufen und die müssen wir finden. Von einem gezielten Attentat gehen die Ermittler derzeit nicht aus, eher von einem zufälligen Kontakt mit einem kontaminierten Gegenstand. Im März hatte der Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal hohe Wellen geschlagen. Verübt wurde er in der Kleinstadt Salisbury, wo sich das Pärchen am Samstag ebenfalls aufhielt. Möglicherweise kamen sie dort mit dem Gift in Kontakt. Es ist noch mehr passiert in der Welt, auch das war dieser Donnerstag. Schiffsunglück vor Phuket. Bei stürmischer See ist ein Ausflugsboot vor der thailändischen Urlaubsinsel gekentert. Laut Polizei werden mehr als 50 Menschen vermisst, 40 weitere wurden gerettet. An Bord waren überwiegend chinesische Touristen. Fusion rückt näher. Die Eigentümer der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof haben offenbar Eckpunkte für einen Zusammenschluss vereinbart. Details wurden nicht genannt. Es heißt aber, nur wenige der 180 Kaufhäuser würden schließen. Demnach könnten die meisten der 37.000 Jobs erhalten bleiben. Dürre führt zu Ernteschäden. Wegen der Trockenheit wird die Getreideernte in Bayern geringer ausfallen als sonst. Der Ertrag dürfte mit 6,7 Millionen Tonnen leicht unter dem langjährigen Mittel liegen. Weit schlechter ist die Lage im Norden und Osten Deutschlands. Dort sind laut Bauernverband Existenzen bedroht. Artensterben in Bayern. Rund 40% der heimischen Brutvögel und Insekten sind ausgestorben oder massiv gefährdet. Das belegt ein im Landtag vorgestellter Bericht der Staatsregierung. Als Hauptfaktoren gelten Chemikalien in der Landwirtschaft, ein kleiner werdender Lebensraum, aber auch der Klimawandel. Trauer um Claude Lanzmann. Der französische Regisseur ist im Alter von 92 Jahren in Paris gestorben. Sein Meisterwerk ist die fast 10-stündige Dokumentation Shoah über den Völkermord an den europäischen Juden. Vor 5 Jahren erhielt Lanzmann in Berlin den Goldenen Bären für sein Lebenswerk. Die bayerische Wirtschaft brummt. Der Grundstein dazu wurde vor 200 Jahren gelegt, von der Dampfmaschine bis hin zur Nanotechnologie. Wie ist es gelungen, Bayern zum Wirtschafts- und zum Hightech-Mekka auszubauen? Das zeigt eine Ausstellung im Freilichtmuseum Glendleiten. Bayerische Lebensart, die perfekte Werbung, schon vor Jahrzehnten. Clevere Marketingstrategien machten das Bier von hier zum Exportschlager. Beispiel Bierkrug. Angepasst an örtliche Gewohnheiten. 0,3 Liter für Ägypten, 0,4 für Frankreich. Spioniert wurde im Ausland freilich auch. 1833 schon verschafften sich in Schottland 3 bayerische Jungbrauer Einblicke in die Sudbücher. Und dann haben sie sich offensichtlich einen Spazierstock umgebaut und umkonstruiert, um dort ein bisschen eine Bierprobe zu entnehmen und dann zu analysieren. Ebenfalls aus Bayern das erste Kraftwerk der Welt im Schloss Linderhof. Auftraggeber Ludwig II. Er wollte nämlich seine blaue Grotte gut erleuchten und hat also da mit einigen großen Dynamos sich das erste E-Werk der Weltkummerversorgung in sein Schloss einrichten lassen. Und das Licht für den König brachte Strom für das Land. Das elektrische Zeitalter, ein gewaltiger Industrialisierungsschub für Bayern. Höhepunkt im Wirtschaftswunder der 50er, Max Grundig und der Heinzelmann. Einem Radiobausatz, der nach dem Zweiten Weltkrieg verkauft wurde, weil komplette Radios damals noch genehmigungspflichtig waren. Und damit hat er den Grundstock für sein Imperium gelegt. Heute heißen sie Startups, die Müslimischer aus Passau und Fernbusbetreiber aus München. Noch bis Anfang September auf der Glendleiten bei Großweil. 200 Jahre bayerische Wirtschaftsgeschichte. Wir schauen aufs Wetter. Tagsüber regnet es zunächst noch. Nachmittags dann wird es zumindest in Nordbayern ein wenig freundlicher. Und rechtzeitig zum Wochenende, da setzt sich bayernweit sonniges Hochdruckwetter durch. Es wird sommerlich warm. Und das war sie, die Rundschau-Nacht für heute. Wenn Sie wollen, wir sind morgen wieder für Sie da. Im Netz, im TV
ganz gleich, auf welchem Schirm Sie schauen.